Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Transport Fever 2 hier auf dem Kanal Fernexpress. Ja, wir sitzen in der V300. Wir sitzen in, Bretterzug zur Baumaschinenfabrik Finsdorf. Und genau da müssen wir auch hin, denn in Finsdorf liegen zu viele Baumaschinen und Giffendorf braucht welche. Und das wollen wir heute auf jeden Fall fertigstellen und wenn wir damit fertig sind, was relativ schnell gehen dürfte, dann geht es weiter nochmal zu unseren Problemen mit dem Personenverkehr im Großraum Stenkelfeld. So, aber zunächst, man sieht's, hier oben gibt es Maschinen, da liegen auch sehr viele Maschinen. Naja, so viele liegen da nicht, aber die könnten ganz viel mehr produzieren. Da liegt sehr viel am Lager und es wird nicht abtransportiert. Und auf der anderen Seite gibt es hier unten unser Städtchen Giffendorf. Und Giffendorf, ja, die warten auf diese Maschinen. Die werden bisher nämlich nur mit Nahrung beliefert. Und die gesamte Strecke ist da. Nicht als eine Strecke, sondern als mehrere Strecken. Aber sie ist komplett vorhanden. Und wir brauchen kein Stück dafür bauen, sondern nur einen neuen Zug auf die Strecke setzen. So, und das können wir, wenn wir hier irgendwo ein Depot finden. Mal eben gucken, wo haben wir ein Depot oder haben wir kein Depot, aber hier unten muss es doch auf jeden Fall ein Depot in Giffendorf geben. Hier hatten wir doch, glaube ich, auch nicht. Wo habe ich denn hier? Irgendwo müssen Züge doch herkommen. Da kommen sie her, genau. Da ist das, nee, das ist Straßenfahrzeugdepot. Was gab, hier, ich wollte doch sagen, ich habe doch hier unten ein ganz großes Güterdepot, Zugdepot hingesetzt. So. Also Maschinen hierhin, eventuell müssen wir da gleich noch Laster installieren, noch Güterverkehr in der Stadt. Aber zunächst mal brauchen wir Züge, und zwar Züge, die auf diese Strecke fahren können. Das heißt, wir brauchen eins der Depots am besten hier hinten. Und wir haben hier noch keine elektrifizierte Strecke. Das heißt, wir müssen hier nochmal zum Diesel greifen. Aber auch da gibt es einiges Schönes. Und da würde ich tatsächlich dann jetzt mal diese DR-Lok nehmen, die 119. Und Wagen, Cargowagen, die Maschinen transportieren können. Und zwar halbwegs flott. Die können 100, die können 120, die können Maschinen. Dann würde ich doch sagen, nehmen wir die. Hier 5, 6, 7, 8. Ja, nehmen wir erst 10 Stück. Und ich glaube, zwei Züge sollte man hier schon auf die Reise schicken. Und das Ganze ist eine neue Linie. Und wenn ich richtig geguckt habe, sollte das also direkt funktionieren. Gut, wir müssen eventuell hier nochmal an die Gleise ran. Ja, da hat uns jetzt die KI schon einiges zurechtgebaut. Ne, wir können die doch noch nicht reinsetzen. Ich war zu optimistisch. Wir brauchen nämlich hier noch zusätzliche Gleise. Und da muss ich dann leider ein bisschen von dieser Stadt wieder abreißen. Nicht sehr viel. Und auch irgendein Wohnhaus und irgendwas Gütergebäude hier, aber das bauen die sich schon wieder. Da bin ich ganz optimistisch. Und die Strecke ist nicht elektrifiziert. Insofern baue ich jetzt auch zunächst mal hier den Bahnhof nicht elektrifiziert. So 140 sollte bei dem kurzen Stückchen ja auch reichen. Wir müssen ja nur hier in die Gleise rein. Zwei Gebäude werden entfernt. Dann ist die Krümmung trotzdem zu groß. Das macht natürlich wenig Spaß. Ja, hier ist uns auch noch die Straße im Weg. So einfach, wie ich dachte, ist es dann doch nicht. Weil alles andere ist im Prinzip vorhanden. Ja, dann müssen wir hier rum, dann müssen wir darum gehen. Okay, dann muss hier tatsächlich noch etwas mehr weg. Dann kommen wir hier erst ins Gleis. Und wir haben davor die Kreuzung. Ja, aber wieso ist die Krümmung hier zu groß? Das sieht doch an sich nicht so falsch aus. Hier rüber geht's. So, mit dem anderen Gleis geht's dann sicherlich auch. Haben wir hier einen sehr großen Bahnübergang, das macht aber nichts. Und dann müssen wir hier nochmal mit dem Gleis, das muss ich dann vielleicht nochmal etwas anders machen hier, weil eigentlich möchte ich jetzt zunächst mal von hier, da muss auch die Weichenverbindung hier nochmal weichen. So ist das mit Weichen, manchmal müssen sie weichen. Und dann kommen wir nämlich hier rein. So, so, du kommst da rein. Und dann muss die Weiche nämlich genau hier vor in den Bereich. Wieso das jetzt nicht geht, weiß ich nicht.
Da ist nichts gekrümmt. Da ist aber was gekrümmt. Da kommt nämlich der Triebwagen rein. Was auf jeden Fall gehen sollte, ist aber diese Richtung, was sie auch nicht tut. Und hier weiß ich gar nicht, ob wir den noch brauchen. Das lasse ich erstmal offen. Das gucke ich später, ob ich das überhaupt brauche. Nur hier müssten wir natürlich zumindest einmal ins andere Gleis kommen. Sonst, da ist eine Weichenverbindung, die geht so rum. Das ist ja auch alles gut. Okay. Ja gut, momentan zeigt er uns aber auch keine Fehlermeldung an. Das heißt, wir können das Ganze hier erstmal als Baustelle weiter betreiben. Das sollte funktionieren. Man muss auch mal da etwas... Ja, manchmal sind halt Gleise auch, die dann offen bleiben, weil sie nicht mehr gebraucht werden oder weil sie nicht mehr anbindbar vernünftig sind. Die liegen dann eben auch so in der Gegend rum. Jetzt versuche ich nochmal die Linie zu bauen, eine neue Linie, und zwar von diesem Gleis hier, von Giffendorf Südgüterbahnhof, in den zur Maschinenfabrik hier oben nach Finsdorf. Richtig? Ist das Finsdorf Maschinenfabrik? Jawohl. Ja, und das sieht gut aus. Das scheint zu funktionieren. Hier oben muss ich allerdings auch noch Gleise anschließen. Das wird aber deutlich einfacher, weil hier haben wir mehr als genug Platz, um die einfach rauszuziehen. Und dann, das sollte völlig unproblematisch gleich funktionieren, die entsprechend hier anzubinden. Dann kommt nämlich hier noch eine Weichen. Ne, mache ich erstmal das Gleis hier. So ungefähr solltest du da rauskommen. Na, vielleicht noch ein Stück weiter. Dann haben wir weniger Probleme. Hinterher mit der Weiche. So, jetzt sollte das hier aber völlig unkompliziert gehen. Da ist auch keine Krümmung mehr. Das ist richtig. So, da auf der Seite auch. Und von da gehen wir jetzt hier in dieses Bahnhofsgleis hinein. So, sehr schön. Dann kann ich nämlich hier oben auch nochmal das Terminal ändern, dann geht es nämlich nicht mehr nach Gleis 2, sondern nach Gleis 3 und blockiert da nichts anderes. So, da sehe ich noch ein fehlendes Signal, das setzen wir auch gleich mal. Da können wir jetzt ruhig mal so eins nehmen. Das kommt nämlich da noch hin. Und dann können wir davor auch noch einsetzen. Okay, das heißt, die können jetzt auch ein bisschen dichter aufeinander auffahren. Alles klar. So, dann lassen wir es mal laufen und gucken mal, was uns hier unten aus dem Depot entgegenrollt. Da sollte uns was entgegenrollen. Zumindest ist die Tür schon mal auf. Und da kommt auch was. Jawohl, sehr schön. Fährt jetzt natürlich zur Baumaschinenfabrik, weil den Weg in den Güterbahnhof direkt haben wir ihr ja gerade weggenommen. Das ist aber auch völlig richtig, weil sie muss ja erstmal, also dieser Zug muss ja nun erstmal Maschinen holen, bevor er hier sie hinbringen kann. Okay, und jetzt geht's gleich in das Gleis hinein. Und die Strecke brauchen wir nicht mitfahren, die sind wir ja nun schon, glaube ich, zweimal wenigstens in Teilen gefahren. Wir lassen den jetzt also einfach mal hier über den Fluss zur Maschinenfabrik und widmen uns hier unten mal der Frage, wie sieht es denn eigentlich... War da was auf den Schienen oder warum hupt er so? Wie sieht es jetzt hier unten eigentlich aus im Moment? Brauchen wir hier noch Lastwagen? Wahrscheinlich, würde ich mal sagen. Denn wo braucht Giffendorf Maschinen? Gewerbegebäude, Industriegebäude, mal gucken wir mal. Wahrscheinlich hier hinten. Ne, die brauchen Pakete. Ja, schöne Musik, schöne Klingeln, aber wo braucht ihr denn jetzt... Ihr wollt doch welche haben. Kann ich denn nirgendwo sehen, wo jetzt
in diesem Gewerbe, welches, was von der Industrie gebraucht wird. Da. Okay, also in dem Bereich hier brauchen Sie Maschinen. Also im Großraum der Schulstraße. Und da haben wir tatsächlich noch keine Ablage dafür. Und da kommen wir von hier auch nicht hin. Das heißt, wir brauchen hier eine zweite Linie. Und ich brauche auch nochmal ein zweites Güter. Ja, wie heißen die eigentlich? LKW-Entladestelle, ja. LKW-Entladestelle brauche ich noch einen. Und dann sehe ich natürlich, jetzt sehe ich auch, wo Sie die Maschinen brauchen. Und das verteilt sich im Wesentlichen auf diesen Bereich hier. Okay, gut, das ist also gar nicht weit weg vom eigentlichen Personenbahnhof. Ja, wo setzen wir die mal hin? Aber ich würde sagen, hier hinten, da ist eine große Fabrik. Davor passt es. Und ein Depot sollten wir ja auch haben. Straßenfahrzeugdepot, natürlich. Cargo brauchen wir, Maschinen brauchen wir zum Transport. Und da wird es vermutlich im Wesentlichen wieder nur diese zwei momentan geben. Der kann 80, der kann auch 80. Dann nehmen wir mal den hier. Ich glaube, den hatten wir tatsächlich noch nicht. Und davon erstmal 5 Stück. Neue Linie von hier. Neue Linie von hier nach dort. Zum Marktplatz. Ja, das nenne ich nochmal um. Das heißt jetzt Giffendorf. Giffendorf. Nicht Dirf. Giffendorf. Güterplatz. Ja, Güterplatz, nenne ich es mal. Also Marktplatz passt da nun wirklich nicht. Okay, das ist jetzt hier die diese Linie. Die können dann also anschließend die Maschinen in die Stadt bringen. Und da kommen sie. Steigen wir mal einmal kurz ein. Ja, das sind auch ganz schöne LKWs, die hier jetzt durch die Gegend fahren. Ich glaube, das sind Modelle aus dem Vanilla-Paket. Sagen mir jetzt auch erstmal nichts, aber ich finde sie durchaus schön mit den Planen hier. Das hatten wir, soweit ich das in Erinnerung habe, noch nicht. Und für die Stadt hier finde ich die auch ganz angemessen, also für den Stadtverkehr. So, das sollte jetzt eigentlich funktionieren. Wir haben hier alles angebunden. Wir haben hier im Moment das Depotgleis nicht angebunden. Das ist aber auch kein Problem. Wir sollten da hinten noch irgendwo ein Signal hinbauen. Das ist ein bisschen sehr weit weg auf der Linie. Und dann möchte ich mir gleich noch kurz was angucken an der Stelle. Das ist vielleicht nicht zwingend notwendig, aber irgendwie doch ganz hilfreich, glaube ich, wenn wir das hier haben. Ich stelle mal hier noch ein Signal hin. Dann kommen die da etwas besser raus. So, jetzt sollte auch die Nummer 2 eigentlich losfahren. Ach nee, da kommt auch noch einer. Und ja, sind wir mal großzügig. Nehmen wir mal noch ein Signal. Da bräuchte ich jetzt aber so ein kleines hier. So ein Ausfahrsignal. Das kommt jetzt hier noch hin. Dann kann der zumindest schon mal losrollen hier, die Nummer 2, solange dann direkt dahinter einscheren. So, dass hier jetzt der Bahnübergang relativ häufig geschlossen ist, dürfte kein Problem sein. Selbst wenn sich das ein bisschen staut hier, das sieht alles noch sehr entspannt aus. So, jetzt wollte ich noch mal einmal hier oben gucken. Das hatten wir schon ganz am Anfang gesagt. Das hier ist eine Engstelle, weil hier der Triebwagen hält und es hier nur ein Gleis gibt. Und das macht jetzt Probleme. Das heißt, ich möchte jetzt hier tatsächlich noch ein zweites Gleis haben, was aber nicht zum Bahnhof gehört, sondern was einfach nur an dem Bahnhof vorbeigeht. Jetzt kann man natürlich zum einen, das könnte ich mal ausprobieren, ob ich den hier konfigurieren kann. Nee, das kann ich auch nicht auf der Seite. Oder? Nee, ich brauche Tracks. Ich brauche Gleise. Ja, doch, Gleise kann ich da hinlegen. Da muss man allerdings mal gucken, was ich da alles abreißen muss oder wie vorsichtig chirurgisch man da durch den Ort kommt. Aber das macht es ja auch wieder spannend, dann an solchen Stellen mal zu gucken, wie das eigentlich geht, wie man möglichst praktisch durchkommt. Ich nehme Standardgleise, nicht elektrifiziert. Die Strecke ist nicht elektrifiziert und das möchte ich auch noch eine Zeit lang so lassen.
Also das bleibt hier so eine Dieselstrecke auf jeden Fall. So, und jetzt möchte ich hier mit dem zweiten Gleis durch. Das heißt, wir müssen da gewisse Umbaumaßnahmen treffen. So, Gleise. Gleise. 140 Oberleitung. Nein. Und da möchte ich hier durch. Das geht natürlich nur, wenn ich hier Gebäude entferne. Das muss leider, leider jetzt verschwinden. Und das andere Gebäude hier vermutlich auch. So, aber immerhin. Und jetzt muss ich mal einmal kurz das wieder anhalten, sonst kommen die hier irgendwie durcheinander. Was ich verstehen kann, wenn man mir einfach mal so ein Gleis unterm fahrenden Zug wegzieht, mehr oder weniger, kann das für Verwirrung sorgen. Und jetzt müssen wir natürlich hier noch irgendwie rüberkommen, weil der fährt natürlich weiterhin nur über das Gleis hier vorne. So, das ging jetzt auf dieser Seite schon mal erstaunlich unkompliziert. Dann brauchen wir hier, das Signal ist da. Dann brauchen wir aber da noch ein Signal. Nö, dich wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte wieder zurück auf meine normalen Formsignale. Ja, nee, die hier wollte ich haben. Na, dich. Und das kommt dann einmal hier hin. Es muss allerdings für beide Richtungen dann gelten. Das ist jetzt kein, ausnahmsweise mal kein Einbahnsignal. Und jetzt fehlt uns natürlich hier noch die andere Seite, weil auch hier haben wir ein Gleis und da wird es jetzt kniffliger. Da möchte ich eigentlich dieses Gebäude nicht abreißen, sondern gucken, ob ich es schaffe, dadurch, dass ich das vielleicht wegbekomme hier. Nee, Betonschwellen nicht. Betonschwellen, Holzschwellen, die möchte ich haben. Ob ich an der Seite hier durchkomme, das funktioniert aber mal überhaupt nicht. Doch, das geht. Was? Ich baue das mal. Ich bin gerade sehr überrascht. Was? Das ist jetzt überraschend. Das ja, okay. Das geht jetzt also bei den Kollegen hier quasi mitten durch den Vorgarten. Ist eine sehr interessante Konstruktion. Das habe ich tatsächlich lange nicht mehr gesehen. Geht jetzt hier rein, das funktioniert. Ich lasse das mal so, weil ich finde das irgendwie total witzig. Ich möchte, naja, ich weiß gar nicht, ob ich in dem Haus, ich würde gerne nah an der Eisenbahn wohnen, aber ob ich wirklich, wenn ich aus meiner Wohnungstür gehe, immer aufpassen möchte, dass nicht gerade ein Zug kommt, da wäre ich jetzt gerade auch ein bisschen skeptisch. So, dann nehmen wir das hier noch ein Stück mit. Aber es hat erstaunlich einfach hier geklappt. Da hätte ich nicht mit gerechnet, dass das so leicht geht. Einmal hier rüber. Und da haben wir auch die Weichenverbindung rüber. Alles klar. Das Signal steht jetzt etwas ungünstig. Das kommt da nochmal weg. Ich nehme das hier oben auch nochmal weg, damit ich hier etwas andere Abstände setzen kann. Ihr beiden müsst nochmal verschwinden und jetzt kommt nämlich hier ein Signal in die Richtung und dahinter brauchen wir keins. Dann würde ich sagen, wir machen hier ein Signal hin in beide Richtungen und dann nochmal für den hier etwa hier, damit er dann auch aus dem Gleis rauskommt und nicht das andere Gleis blockiert. Okay, ja, ich bin gespannt. Da möchte ich gleich wirklich mal drüber fahren, über diesen Bahnübergang und mal gucken, wie das aussieht. Und warum will er jetzt nicht? Wo ist jetzt das Problem? Ah so, der muss noch darüber. Da fehlt noch eine Verbindung. Ich weiß nicht, ob wir die hier noch hinkriegen, sonst mache ich sie auf die andere Seite. Wir sind ja hier auf einer absoluten Nebenbahn. Da kann man ja eine ganze Menge lustige Dinge machen, die man auf, ich sag mal, wenn wir jetzt hier eine Intercity-Strecke hätten oder so, könnten wir das ja alles überhaupt so nicht bauen. Aber das geht wirklich auf der Seite nicht. Das heißt, ich muss jetzt hier hinten nochmal eine Verbindung für den, der daher kommt. Das heißt, der kommt, dann muss das Signal doch nochmal weg hier. Weil dann brauche ich hier nochmal eine Verbindung hier rüber. So. Jetzt sollte es allerdings funktionieren, wenn ich jetzt nochmal hier mein in die Richtung setze.
Sehe ich noch nicht ganz, warum es nicht klappt. Da habe ich die Weichenverbindung und auf der Seite brauche ich die doch eigentlich gar nicht, oder? Naja, gut, vielleicht doch. Gucken wir mal, dann muss ich hier auch nochmal das Signal, dieses Signal nochmal kappen. Und dann brauchen wir hier an der Stelle genauso auch nochmal eine Weichenverbindung in diese Richtung. Das geht so nicht, das habe ich mir gedacht. Aber so sollte es gehen und so geht es auch. Aber jetzt müsste es doch auf jeden Fall funktionieren. Jetzt sehe ich überhaupt keinen Grund mehr, wo es dran hängt. Aber wir gucken uns mal die Linie gleich nochmal kurz an. Hier erstmal die richtige Seite ein Signal. Ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass ich irgendwo ein Signal auf die falsche Seite gestellt habe. Das kommt ja ab und zu mal vor. Das sollte beidseitig sein. Das steht. Moment. Doch, das steht richtig. Das steht auch richtig. Das sieht doch eigentlich alles ganz gut aus. Dann gucken wir mal, was hier oben das Problem ist. Linie 1, das war mir durchaus klar, dass Linie 1 das Problem ist, aber warum? Und die andere nicht? Moment, wir haben, die kommt da raus oder da rein, besser gesagt. Das funktioniert, sie kommt auch da wieder raus und hier hinten fehlt uns eine Weiche. Das ist das Problem. Ich muss hier noch einmal in dieses Gleis rüber. Beziehungsweise, Moment, ich glaube, ich habe einfach hier die Doppelkreuzweiche nicht aktiviert. So, das war das Problem. Jetzt gucken wir mal, wann da oben ein Zug kommt. Da kommt nur leider gerade nichts. Oder ist das unser Schienenbus? Nee. Okay, aber das gucken wir uns auf jeden Fall hier irgendwann mal an, diesen Weg hier über diesen Bahnübergang. Und im Zweifelsfall, wenn wir das jetzt nicht schaffen direkt, dann schneide ich das hinterher mal zusammen, aus einer anderen zusammen. Okay, so. Was habe ich gesagt? Ja, nächster Punkt. Wir waren hier in Stenkelfeld beim letzten Mal stehen geblieben. Da stehen einfach sehr viele Menschen Richtung Entenhausen, Richtung Büttenwerder, Plattengülle. Hier in Unterleuthen ist auch noch eine Menge los. Das heißt, wir haben hier ein Gebiet, wo definitiv momentan die Zugversorgung nicht ausreicht. Die Züge können wir nicht länger machen. Mehr Bahnsteige, also mehr Bahnsteiglänge ist einfach nicht da. Und ich überlege jetzt, wie man das schön machen könnte hier. Also man kann natürlich einfach als kurzfristige Maßnahme, ich gucke mir mal die Linie an. Wir haben hier allerdings auch schon einige Züge auf der Linie und auch eine relativ dichten Takt. Und man sieht auch insgesamt ist die Linie eigentlich nicht überfüllt, sondern die Überfüllung findet hier oben in dem Bereich statt. Und deshalb hatte ich jetzt überlegt, wir haben ja auch in Stenkelfeld noch einen Bahnhof, einen zweiten Personenbahnhof, wo praktisch gar nichts los ist bis jetzt, ob man nicht irgendwie hier diesen zweiten Personenbahnhof hier anbinden kann und die Züge quasi von hier dann noch durchzieht. Das heißt, er würde also das noch mitnehmen, Stenkelfeld mitnehmen und würde dann die Leute praktisch im Schnellverkehr hier runter nach Knieritz, glaube ich, war es, bringen. Oder Oberriesling, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall darunter. Und deshalb würde ich jetzt zunächst mal versuchen, von hier die Strecke hier noch anzubinden und dann mit in dieses Gleis reinzuziehen. Nun sieht man, wir haben hier eine elektrifizierte Strecke, wir haben auch hier elektrifizierte Züge auf der Linie. Hier oben ist es noch momentan ein Dieselnetz. Das muss man dann also gucken, wie wir das ändern. Aber zunächst erstmal hier würde ich gerne die Verlängerung bauen. Und das war, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Betonschwellen waren es auf jeden Fall. Nee, die waren es nicht. Waren es die 180er? Auch nicht. 250 auch nicht. Na komm. Ja, es sind auf jeden Fall Betonschwellen, das sieht man. Ich weiß aber leider nicht mehr, welche ich da genommen habe. Ich glaube nicht, dass ich hier 300er genommen habe. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Weil es ist ja nun doch keine Schnellzugstrecke.
Nee, ich finde die jetzt so auf die Schnelle nicht, muss ich sagen. Was wir hier verbaut haben. Da wird es immer langsamer, also das kann es eigentlich nicht sein. 250. Ich will jetzt auch nicht zu lange suchen. Das sollten eigentlich die ursprünglichen hier sein, Betonschwellen. Na gut, dann nehmen wir einfach mal hier die Betonschwellen mit 250. Da kann man nicht allzu viel falsch machen. Und das Ganze mit ja, also hier mit Oberleitung weiter von diesem neuen am Rande der Stadt liegenden Bahnhof. Ja, bis dahin geht das schon mal sehr unkompliziert. Und darüber geht es auch, weil man sieht ja, hier ist ja auch ein mega Mörderstau auf dieser Strecke. Den müssen wir ja irgendwie mal die Leute davon überzeugen, dass Bahnfahren eine coole Alternative ist. So. Ich würde trotzdem hier in das Gleis reingehen, auch wenn das langsamere Gleise sind. Das kann man auch aufrüsten. Hier rüber. So. Und dann geht das in diese Strecke hinein. Das sollte auch funktionieren. So. So geschmeidig und langgezogen, wie es denn die Strecke hergibt. So. Damit hätten wir jetzt erstmals hier auch eine Verbindung geschaffen, die relativ schnell dann die Leute in den Süden bringt. Ich mache hier ein Update. Ich elektrifiziere mal hier dieses Stückchen. Natürlich das Ganze, sonst macht es keinen Spaß. Sonst stehen wir gleich hier irgendwo im Tunnel. So. Der Bahnhof hier hinten ist ohnehin elektrifiziert schon. Das habe ich versehentlich schon gemacht. So. Gucken wir uns das mal an. Jawohl, hier stehen jetzt die Masten. Und da ist unser Personenzugpendel nach Stuttgart. Die hatten doch immer keine neuen Schilder, mit denen sie das hätten schöner machen können. So. Ja, und damit haben wir auch sehr schnell eine neue Strecke geschaffen, beziehungsweise eine Streckenerweiterung geschaffen. Und jetzt muss ich mir hier mal die Linie angucken, die ja bisher mehr Verluste als alles andere eingefahren hat. Und die würde ich jetzt einmal verwalten und sagen, okay, Stenkelfeld, was ich auch vielleicht nochmal umbenennen sollte, du fährst jetzt noch weiter bis Entenhausen. Ich gucke gleich mal, wo das Problem ist. Hier oben bis Büttenwader. Und wieder zurück bis Entenhausen und dann in einem Rutsch durch. Und man sieht, das funktioniert. Und das hier ist Stenkelfeld, das ist richtig. Und den Bahnhof müssen wir irgendwie anders nennen. Den, ich gucke gerade mal, wie die Map hier gedreht ist. Wo ist denn? Ich brauche immer so eine Orientierung. Ich glaube, so ungefähr ist die Nord-Süd-Ausrichtung. Ja, dann kann man das schon vernünftigerweise hier Stenkelfeld Süd nennen. So, und dann gucken wir mal, ob diese Linie damit zum einen besser ausgelastet wird und zum anderen, ob damit dieser Verkehrsstau hier oben sich etwas in den Griff kriegen lässt. Wir kriegen noch Signale. Einbahnverkehr natürlich. Einmal da, einmal da, einmal da. So. Das ist schon mal geregelt und dann brauchen wir auch noch. Und wir sehen, da steigen wir mal sofort ein. Wenn schon ein Zug kommt, dann nehmen wir da auch mal direkt die ersten Fahrgäste auf dieser neuen Strecke. Begrüße ich auf der Fahrt nach Stenkelfeld und wir haben immerhin schon 6 Personen. Oh, Moment, einmal kurz anhalten, einmal ganz kurz anhalten. Ich habe da was gesehen, falls es nicht schon wieder weg ist. Das war ein Reh, ein Hirsch oder ähnliches. Tja, schade. Ich wollte ihm gerade noch einen Namen geben, um sein Leben hier zu verfolgen, aber da ist er. Der heißt Hirsch, der Hirsch. Den benennen wir mal irgendwie anders. Ja, ich weiß jetzt so wenige Hirschnamen, aber ich würde Ihnen mal sagen, wir nennen den jetzt einfach mal.
nach dem Ort der Hirsch von Stenkelfeld. Ja, die haben vielleicht nur einen, dann kann man ihn daran identifizieren. Mal gucken, wie lange er lebt. Und wir haben ja leider schon mal einen Bären hier erlegt mit einem Zug, unfreiwilligerweise. Nee, ich wollte nicht den Hirsch verfolgen, sondern den Zug. So, ich wollte schon sagen, wieso wankt unser Zug so durch die Gegend? Und man sieht hier also, der Stau ist auch hier megamäßig, aber wir sind in den 70er Jahren, wir sind in der Zeit des Autobooms und das war ja auch eine Zeit, wo sehr viel Staus auf Landstraßen waren. Vielleicht können wir das ein bisschen hierdurch abbauen. Hallo, Kollege vom Nahverkehr. Wenn wir hier jetzt eben diese Strecke mit der zweiten Linie auch noch befahren. Wir gucken mal, fahren wir noch eben hier in den Bahnhof rein. Und ich glaube, man müsste auch tatsächlich hier am Bahnübergang vielleicht nochmal Maßnahmen treffen, denn ich habe schon den Eindruck, dass auch gerade diese Schranken hier doch nachhaltig zu diesem Stau beitragen. Vielleicht sollte man hier auch mal über eine Brücke nachdenken. Ich gucke mal eben, das werden wir aber wahrscheinlich heute nicht mehr schaffen. Ja, auch unsere Busse hier. Busse mit Wolfsburger Kennzeichen. Auch die stehen hier natürlich im Stau und kommen nicht wirklich weiter. Was sehr bedauerlich ist, da sie doch gut ausgelastet sind. Ja, Ich weiß aber auch nicht, wie man hier mit einer Brücke rüberkommt. Wahrscheinlich wäre die einzige Möglichkeit, ja, das würde gehen. Hier eine Brücke, das sieht doch gut aus. Das können wir vielleicht mal noch eben probieren, dass wir hier über die Schienen gehen und gar nicht die Leute alle durch die Stadt jagen. Trotzdem mit einer städtischen Straße 50 km/h. So, und dann gucken wir mal, ob wir hier zumindest einen Abzweig. Ah, das war ein bisschen zu wenig. Immer noch zu wenig. Nee, das geht. Damit kämen wir hin. Höher muss die Brücke nicht sein. Da könnte ich vielleicht sogar noch ein Stück runter. Nein, das kann ich nicht. Schade. Dann versuche ich es mal von der Seite. Nee. Straße. Das würde reichen, wenn ich jetzt hier runtergehe. Also das war jetzt doch ein bisschen viel, würde ich sagen. Wir müssen ja hier so knapp rüber, wie es irgendwie geht. Nee, ich brauche tatsächlich einen höher, obwohl das komisch aussieht, wenn man die jetzt hier baut. Die nach dieser Seite, ja, so sieht es auch nicht aus. Das müsste dann schon so sein. Okay, da sind wir sehr hoch, aber ich glaube, das könnte funktionieren. Und zwar brauchen wir hier diese 50er Stadtstraße. Natürlich nicht mit diesen Brückenpfeilern, sondern sowas ganz Schlichtes aus Beton hätte ich hier gerne. Ja, so eine ganz einfache Betonbrücke. Und ich glaube, in die Richtung sollte das relativ unkompliziert sein. Ist es auch. Da kommen wir also so rein. Da kommen wir jetzt natürlich nicht rein, da ist die Steigung zu groß, das war mir aber auch klar. Da müssen wir, glaube ich, einmal hier, nee, so nicht, so nicht. Da müssten wir jetzt einmal über diese Straße nochmal rüber, was nicht funktioniert. Guck mal, da käme man rein. Warte mal eben, so, ja, da käme man rein, das macht aber wenig Sinn, weil es eigentlich die falsche Richtung ist. Ich wollte eigentlich was anderes. Gut, dann muss ich die Brücke doch noch mal abreißen hier. Das war jetzt nicht das, was ich wollte. Ich muss die über die Straße mit rüberziehen. Dann sollte es funktionieren. Wenn wir die in einem Rutsch hier komplett rüberziehen, dann müsste es eigentlich ganz gut gehen. So, jetzt brauche ich wieder schlichten Beton. So. Das liegt dazu gerade. Dann gehen wir hier runter. Das funktioniert auf jeden Fall. Und jetzt würde ich von hier, na mit Kurve bitte, nicht geradeaus, einmal hier anbinden. So eng, wie wir es hinkriegen. Nee, schon in der Kurve. Das war schon. Die erste Idee war prinzipiell richtig, nur die etwas zu weit. So. Dann kommt man so dahin.
Und das andere würde ich so dahin bauen. Okay, das heißt, wir hätten jetzt hier eine Straßenkonstruktion, die hoffentlich eine Umfahrung bietet und wo jetzt ein paar Autofahrer merken, Mensch, es könnte doch sinnvoll sein, hier rumzufahren und diesen Bahnübergang da hinten einfach mal zu umgehen. Ja, und mit diesem Brückenbauwerk hier, was hoffentlich irgendwann auch angenommen wird, möchte ich mich für heute verabschieden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Aus dem Bahnhof von Entenhausen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.